Wir sind der erste FC Magdeburg. Für uns ist der Verein mehr als nur ein Verein. Es ist eine Familie, es ist ein Rückhalt und eine Lebenseinstellung. Wir wissen, wen die blau-weiße Begeisterung einmal gepackt hat, den lässt sie nicht mehr los. Und genau diese Begeisterung kennt keine Grenzen. Sie kennt kein Handicap. Aus genau diesem Grund möchten wir all jenen unter uns Danke sagen, die trotz ihres Handicaps die Freude am Fußball und die Liebe zum Verein Woche für Woche im Stadion zum Ausdruck bringen und damit ein wichtiger Teil unserer FCM-Familie waren, sind und immer bleiben werden. Ihnen widmen wir den Behindertentag des 1. FC Magdeburg. Die größte Inklusionsveranstaltung im gesamten deutschen Fußball. Es begann 2010 im kleinen Rahmen, aber es war von Anfang an eine große Herzensangelegenheit. Wir haben mal angefangen mit 30 Leuten im Jugendleistungszentrum, kleines Treffen. Ein Jahr später waren wir 50, beim dritten waren wir 1200 und jetzt sind wir über 3000. Ja. Und ich hätte noch 500 Karten mehr gebrauchen können, bloß jetzt stoßen wir an die Kapazitätsgrenzen. Ihre Begeisterung für den Club machen diesen Tag jedes Jahr so besonders. Ihre Freude ist der größte Lohn für unser Engagement. Und gemeinsam feiern wir jedes Jahr ein Fest, das deutschlandweit etwas ganz Besonderes ist. Also ich denke, dass das hier beispielgebend ist und nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern für Gesamtdeutschland. Ich wüsste keinen anderen Fußballverein, der sowas macht. Hier ist der FCM schon Champions League. Und hier funktioniert Integration und es zeigt, dass am Ende das zählt, was wichtig ist, nämlich der Mensch. In jedem Jahr werden Eintrittskarten zum Behindertentag durch Wirtschaftspartner, Fans, Fanclubs und Privatpersonen aus Magdeburg und Umgebung finanziert. Wir möchten uns bei diesen Unterstützern und Partnern bedanken, die den Behindertentag ermöglichen. Ihre Mitarbeit, ihre Spenden und ihre Leidenschaft bringen uns Jahr für Jahr zusammen. Also für uns ist dieses Engagement auch gerade am Behindertentag eigentlich schon fast eine Auszeichnung. Es entspricht natürlich generell unserer Unternehmensphilosophie. Wir unterstützen den Tag der Behinderten auch immer ganz regelmäßig. Ich habe es schon öfters gesagt, ich bin früher in der Pfeifferstiftung aufgewachsen und kenne diese Begeisterung von den behinderten Menschen für den Fußball seit Anfang der 70er Jahre. Ich finde es toll, dass das so fortgeschrieben wird und es ist auch einmalig in der deutschen Fußballszene, dass ein Verein sich so extrem dafür engagiert. Ich bin einfach nur begeistert. Wir sind niemals alleine. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht in unseren blau-weißen Reihen. Ob mit oder ohne Handicap.